Was soll ich nur zeichnen oder was soll ich nur malen? Ich habe überhaupt keine Ideen. Wenn ich die anderen Bilder sehe von meinen Freundinnen oder von meinen Freunden oder von meinen Kollegen, dann fühle ich mich wie der fünfte Aufguss des gleichen Teebeutels. Naja, also, das finde ich jetzt schon mal eine sehr kreative Formulierung, oder? Der fünfte Aufguss des gleichen Teebeutels, also so schlecht ist es ja nicht. Also mit der Kreativität kannst du auch, hängst doch bestimmt nicht so sehr, oder? Also, in diesem Video geht es um Kreativität und was könnte ich denn so malen? Bleib am Ball! Hallo, hier ist der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Was könnte ich nur malen? Naja, wenn ich nichts weiß, das ist wie wenn ich ein Fachbuch lese, wenn ich nichts weiß, dann lese ich das Buch, das jeder Trottel versteht. Dann weiß ich schon mal ein bisschen was und ich musste mich nicht anstrengen. Dann lese ich das nächste Buch. Meistens ist es so, dass ich während des Lesens von einem Buch, wo ich mir denke, das ist eigentlich schon einfach, komme ich auf eins, das ist noch einfacher. Und dann komme ich da so langsam rein. Also bei den Malthemen, bei den Kunstthemen, wie wäre es dann nicht einfach mal mit so einem Stück Apfel? Immerhin beginnt mit dem Apfel doch unsere ganze Kultur. Jetzt ist aber ein ganzer Apfel meiner Meinung nach gar nicht so klasse zu malen. Ich habe schon Apfelbilder gemalt, aber da geht es dann um Rundungen, da geht es auch viel um Maltechnik und ich hätte es jetzt aber gerne einfacher. Also so, wenn mir jetzt gar nichts einfällt und ich bin vielleicht nicht gerade der versierteste Maler oder Zeichner, was könnte ich dann malen? Was könnte ich zeichnen? Wie könnte ich so einen Apfel umsetzen? Und das finde ich so ein Stück weit besser. Schaut aus wie ein Boot, ja, wie so eine Barke. Und jetzt stell dir vor, du bist in dieser Barke und jetzt geht es in Richtung Kreativität und du lässt dich ordentlich treiben. Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich etwas anfassen soll, wie ich zeichnen soll, was will ich damit, beginne ich meistens mit solchen Bleistiftzeichnungen. Das ist also dann Naturstudium. Und ich fange da einfach mal an zu zeichnen und ich wiederhole das eine Thema immer wieder. Durch das Wiederholen kriege ich es natürlich auch ganz gut in den Kopf und kann mir leichter vorstellen, wie ich dann damit umgehe. Aber Bleistift ist für mich jetzt wie ein Skalpell, mit dem ich etwas auseinandernehme, reinschaue, mir das besser vorstellen kann. Das ist für mich im Großen und Ganzen der Bleistift, wenn ich so Bleistift zeichne, so mit dem Bleistift zeichne. Hier habe ich schon eine Komposition angelegt mit Hell-Dunkel-Kontrast. Und bei einer Kompositionszeichnung kannst du dich davon verabschieden, dass du irgendwie Dinge vor dir arrangierst und die dann genau so abmalen musst, wie du die arrangiert hast. Also der Zufall ist natürlich viel klüger, als du sein kannst. Ich finde es weit spannender, wenn ich die Dinge so lose irgendwie hinstelle und dann fange ich an, ich schaue mal hier hin, schaue mal hier hin, schaue mal hier hin und dann entwickeln die sich meistens so während des Malens, während des Zeichnens, finden die dann den Punkt, wo die hingehören. Das finde ich, sind die schöneren Stillleben. Bei den anderen merkt man, da war irgendwie so ein schon eine Vergewaltigung des kreativen Gedankengangs da. Also jemand wollte mit seinem Willen die Dinge in seine Richtung lenken. Oh, also das finde ich wirklich abartig. Und wenn dir das nicht Spaß macht, dann denk dir nichts. Mit dir ist alles in Ordnung, da stimmt der Gedankengang nicht. Okay, also jetzt habe ich zum Beispiel gezeichnet und dann, ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt mal so Pinselzeichnungen zeichnen. Das hier ist eine Pinselzeichnung und für eine Pinselzeichnung musst du dir vorstellen, du musst nicht Tusche nehmen, du musst nicht Tinte nehmen, du musst überhaupt nichts. Die Asiaten hatten Tusche genommen, weil die keine Acrylfarbe hatten. Die war noch gar nicht entwickelt. Aber du kannst natürlich auch Acrylfarbe nehmen, die einfach nur stark verdünnen und mit dieser Acrylfarbe Tuschezeichnungen zeichnen und dann auch noch eine Pastellkreide dazu nehmen und die Pastellkreide ergänzt dann die Acrylfarbe. Das sind auch Tuschezeichnungen. Also mach dir da nicht so viel Gedanken, ob man das darf. Also wenn es nicht in die Luft fliegt, dann darfst du es machen und eingesperrt wirst sowieso nicht. Also vergiss das mit diesen vielen Dingen, die man machen darf und nicht machen darf. Habt ihr alle strenge Eltern gehabt? Also Kunst ist immer Anarchie. Das heißt also, wenn 100 sagen, das darf man nicht, dann weiß es sowieso. Also, das ist Programm, unbedingt.
Als nächstes habe ich dann so Tuschzeichnungen angefangen oder das schwarze Acrylfarbe und ich habe da so angefangen. Jetzt ist natürlich so, die ersten 10 Zeichnungen, die wirst du fast in die Tonne hauen können, weil die Dinge fallen halt nicht vom Himmel. Du darfst es schon wiederholen, deswegen wie immer brauche ich das. Aber muss ich es wegschmeißen? Ja, nicht unbedingt. In einem meiner nächsten Videos erkläre ich euch, was ihr mit diesen Zeichnungen, da mit diesen Stücken machen könnt und wie ihr euch vielleicht von diesem Gedanken heilen könnt, dass ich ja sowieso immer schlecht bin. Das ist nämlich eins meiner nächsten Themen, denn das habe ich gerade immer wieder in Kursen. Also alles, was ich mache, gefällt mir nicht. Oder ich habe den Wunsch gehabt, das immer so und so zu zeichnen. Ja, und dann habe ich halt aufgehört, weil ich habe das einfach zeitlich auch nicht hingekriegt. Das ist eins meiner nächsten Themen. Das ist ganz, ganz heiß, dieses Thema. Okay, ich habe mehrere Blätter gezeichnet. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr hier im Video. Und gebt einfach mal Gummi und malt doch mal einfach 10 Stück und dann sucht ihr euch die 3 besten aus. Das ist doch viel einfacher, als immer zu versuchen, jetzt male ich dieses eine und das soll aber das sein, so sein, so sein, so sein. Oh Mann, das klappt doch sowieso nicht. Also einfach hau frisch weg von der Leber und hau 10 Stück her und dann sucht ihr das Beste aus. Das macht viel mehr Spaß und lass dich ablenken. Das hilft immer. Also, gib Gummi.
bist dabei geblieben. Vielen Dank. Und du hast vielleicht auch ein paar kleine Bildchen schon entwickelt, die du dann rahmen könntest. Rahmen ist immer etwas ganz Wichtiges. Ja, das verlinke ich dir oben. Da habe ich schon ein Video dazu gedreht. Also Rahmen gehört einfach dazu. Die Präsentation, das gehört dazu. Und du rahmst das Ganze und dann kannst mal sehen, also wo geht die Reise hin. Aber jetzt ist es ja so, bei dem, was ich dir heute gezeigt habe, das funktioniert ja alles doch recht schnell. Also würde ich dir raten, tu da nicht zu lange rum, sondern gib eher etwas auf Geschwindigkeit und male und zeichne eher viel und dann such dir das Bessere aus, als dass du da irgendwie so einem Phantom hinterherjagst, das ja sowieso nicht zu fangen ist. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinen Apfelzeichnungen und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir einen Daumen und lass ein Abo da. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleib tough und adios.